Es kommt uns vielleicht merkwürdig vor und es passt nicht in unsere Zeit, es passt nicht in das Feeling unserer Kirche derzeit, zumindest hierzulande. Wenn wir heute beim Propheten Jesaja den Satz lesen, in dem Gott spricht, hier ist der Weg, auf dem müsst ihr gehen. Selbst wenn ihr rechts oder links gehen wollt, hier ist der Weg, auf dem müsst ihr gehen. Das ist eine klare Bestimmung. Das heißt, es gibt einen Weg, auf dem man zum Heil findet. Weshalb hatten wir sonst den Advent? Vielleicht wollen wir rechts oder links gehen, aber der Advent spurt uns sozusagen neu ein. Hier ist der Weg, auf dem müsst ihr gehen. Wir kennen diesen Weg. Wir wissen, wie er heißt. Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg. Das ist der Sinn des Advent. Und wenn man diesen Weg geht, dann gibt es für diesen Weg einen klaren Auftrag. Den hören wir im Evangelium. Genauso wie wir das in der Lesung schon hören. Es ereignet sich Heil. Es ereignet sich Erlösung. Das sind alles so große Worte. Ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit hatten ja einmal die protestantischen Schwestern und Brüder beschlossen, zumindest eine Gruppe von Predigern, all diese großen Worte einmal nicht mehr zu benutzen, weil sie so abgegriffen seien. Und darin liegt ja durchaus etwas Richtiges. Ich habe allerdings nichts mehr davon gehört, was dann daraus geworden ist. Also, wir nutzen auch diese Worte sehr schnell. Wir sind mit diesen großen Worten schnell bei der Sache. Aber was verstehen wir? Wir hören es heute. Wir hören es die ganze Zeit schon beim Propheten Jesaja. Und Jesus sagt es heute in der Auswahl der Zwölf und in ihrer Aussendung, und das heißt damit in der Aussendung der Kirche durch alle Zeiten bis zu seiner Wiederkunft, was es bedeutet, Erlösung, Heil. Es heißt, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken, Aussätzige reinzumachen, Dämonen auszutreiben. Es kommt uns vielleicht merkwürdig vor, aber wir sind beim gleichen Punkt wie am Donnerstag. Man muss das Evangelium tun. Man muss das Evangelium ausprobieren. Das traut sich heute gar nicht mehr. Wir sind eher beschämt ob solcher Worte und dann erklären wir sie weg. Aber müde und erschöpfte, vielleicht gehören wir selber dazu, gibt es rechts und links von uns genug. Bittet also den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet. Keine Mietlinge, keine hochbezahlten Beamten, sondern Arbeiter, die genau das tun, was Jesus von ihnen verlangt und wozu er ihnen die Kraft gibt. Und umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Wenn wir nur eine kleine Spur davon merken, dann hat der Advent begonnen, wie er damals mit Franz Xaver auf eine ganz eigene Weise begonnen hat. Für die zahllosen Tausende und Abertausende, die er getauft hat. Warum? Man ist fast versucht auszurufen, mein Gott, das waren doch Jesuiten. Warum nur, wenn es viele Wege gibt, wie wir das heute sagen? Wir müssen nur uns allein vor diese Frage stellen, warum sollte denn jemand getauft werden? Und geht doch auch anders. Also das ist wir haben so eine Exklusivität, sagen wir dann. Und das ist so merkwürdig, warum ist das notwendig? Fragen wir einen Franz Xaver, fragen wir Jesus hier im Evangelium, fragen wir den Gott Israels, seinen Vater, der auch unser Gott ist. Auf diesem Weg müssen wir gehen, selbst wenn ihr rechts und links gehen wollt. Das ist eine adventliche Überzeugung. Eine Überzeugung, die Menschen gewinnt, zu allen Zeiten. Damals bis nach Ostasien hin, und auch heute hier bei uns.